hochaggressiven Angreifer, nämlich Russland. Es ist unsere Aufgabe als Deutschland, als Partner innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus alles zu tun, was der Ukraine hilft, in diesem Kampf zu bestehen. Wir gehen von 14 aus, aber es kann sein, dass bei der Ausbildung, in der Ausbildungsphase ein Panzer ausfällt und ersetzt werden muss. Und dafür sind quasi 5 in der Reserve.